Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains. Hallo Oma. Was machst du denn hier, mein Junge? Ihre Großmutter sagt, Sie sind irgend so ein bedeutender Umweltanwalt hier in Cincinnati. Ich bin Unternehmensanwalt. Das heißt? Ich vertrete Chemiefirmen. Na und? Jetzt können Sie mich vertreten. Wie viele Kühe haben Sie verloren? 190. 190 Kühe? Und jetzt sagen Sie mir, dass hier alles in Ordnung ist. Ich helfe einem Freund der Familie. Das ist nur eine ganz kleine Sache. Und das soll ich Ihnen glauben? Das sind Chemikalien, ich sag's Ihnen. Ich bin auf Dinge gestoßen, die ich nicht verstehe. Da ist irgendetwas richtig faul. Diese Chemikalie, was würde passieren, wenn man die trinkt? Es trinken? Das ist, als würde man eine Handvoll Nägel schlucken. Also woran sterben diese Kühe? Es ist das Trinkwasser. Deshalb ist besser leben mit Chemie unsere DNA. Rob, was zum Teufel ist da los? DuPont vergiftet uns wissentlich, Sarah. DuPont hat alles gewusst. Doch trotz ihres Wissens haben sie nichts unternommen. Wollen sie ihre Karriere im Klo runterspülen für einen Kuhbauern? Sie wollen alles, was sie wissen, über die Vorgehensweise von Chemiekonzernen einfließen lassen gegen DuPont wie ein Informant. Habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich recht? Ja. Solche riesigen Konzerne wie DuPont haben jede Menge Zeit und Geld. Glauben Sie mir. Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Sie werden versuchen, den Fall in die Länge zu ziehen, damit uns das Geld ausgeht und wir aufgeben müssen. Rob hat alles riskiert und sich aufgeopfert, weil er Gerechtigkeit will. Das ganze System ist korrupt. Wir sollen denken, dass es uns beschützt, aber das tut es nicht. Wir beschützen uns. Nur wir.